Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmarama Crew. Ja, wir haben mal was Neues für euch, denn der liebe Mr. Mamalo hat tausende von Boxen gesammelt und wir dürfen, oder ich darf sie jetzt heute mit euch öffnen. Und wie man hier schon sieht, da sind echt unendlich viele Boxen dabei, ihr 2051 Moospenny-Boxen. Wie man hier schon sehen kann, er hat aktuell 8 Milliarden Moospenny. Wahnsinn, das ist unfassbar. Aber ich würde sagen, wir fangen ganz hinten an mit einer Verbrauchsgüterbox. Wow, ein Turbodünger. Eine Stallbox, ein Hummerteich. Nicht schlecht. So, jetzt geht es die ganze Zeit vor, oder was? Was haben wir hier? Rätselbaumbox. Die kriegt man ja bei jedem Levelaufstieg. Inspektor Mausebox. So, das ist jetzt nichts Besonderes hier. Ich bin echt richtig gespannt, was an Moospenny rauskommen werden. So, Verbrauchsgüterbox haben wir. Ja, oh, einiges an EP, nicht schlecht. So, das sind jetzt noch die langweiligen Boxen. Die besten, die kommen erst ganz vorne. Hexenbox M. Aha, sehr schön. Einen Grusel-Erntebonus. Einiges an. Sag mal, spinnt das jetzt hier? Einiges an EP. So, die heben wir mal auf. Hier haben wir schon mal 137 Fischbox hier ist jetzt, glaube ich. So, die heben wir auch mal auf, die EP-Box. Zuchttierbox. Ist was Gescheites dabei? Nee. Ich habe letztens wieder diesen pinke Upgrade vom Frosch gezogen. Habe jetzt mittlerweile auch wieder zwei. So. Farmers Box. Mähdrescher hat er über 5000 Stunden. Je mehr, desto besser, würde ich sagen. So, Farmtalerbox. Mal gucken, wie viele wir bekommen werden. Mal schauen, ob wir 100 kriegen. Wow. Wir haben nur 2 Gewinn quasi gemacht. Düngerbox. Die müsste jetzt von dem aktuellen oder von dem diesjährigen Top 1000 Event sein. Schauen wir mal. 5 Party-Tickets. Erntehelfer-Coupon eine Stunde lang. So, da kann nichts. Oh, doch. 8 Party-Tickets. Ich wusste gar nicht, dass da Party-Tickets mit dabei sind. Tiki, Tierfutter. Da ist jetzt nichts Besonderes. So, Liebesbox. Da kann was Gescheites drin sein. Mal gucken. Sehr schön. Wir haben hier eine Brautente und 7 Rosenmarmelade. Ah, ein pinkes Tier. Da kann man nie Nein zu sagen. Parfeng. So, Sternchen. Mal gucken, ob wir hier vielleicht ein bisschen mehr als 35 kriegen. Oh ja, sogar das Dreifache fast. Nicht schlecht. Vogelbox. Nikolausbox. Mal gucken, ob wir irgendein Item bekommen. Wahrscheinlich nur ein Eissee. Nee, leider kein. Wie, der kann da raus? Nee, das ist die Dekoration. Weihnachtsbaumkugel, oder? Das ist jetzt der Baum. Mein Bruder sagt, ja, ich wusste gar nicht, dass da ein Baum drin sein kann. Nicht schlecht, geil. Oh, gut. Aber den juckt wahrscheinlich eh, weil er 10 Millionen Bäume hat. So, Jahresbox 2016, da kann ich mich noch erinnern, das gab es beim Neujahrsevent. So, was haben wir hier? Da ist auch ganz viel unterschiedliches Zeug dabei. So, machen wir hier nochmal eine Tierfutterbox. 242, so unglaublich. Vor allem, das sind jetzt alles Boxen, die er meines Wissens innerhalb von einem Monat angespart hat. So, Waldtierbox. 1282. Das heißt, er kriegt jetzt 1000 Tiere. Über 1000 Tiere. Wahnsinn. So, die schicke ich mir gleich auf meinen Account rüber. Alter. Das ist echt unfassbar. So, was haben wir hier? Spukbox, machen wir die noch auf. Nicht schlecht. Sehr viele P, sehr viele Fledermäuse. Und Krähen sind auch 100 dabei. Nicht schlecht. So, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal die Vollmondnachtbox auf. Ich
Ich dachte immer, man kann nur 100 aufmachen, aber wahrscheinlich kann man mittlerweile schon alle aufmachen. Mal gucken, wie viele Gruseltierchen man bekommt. 36 Irrlichter. Sonst keine. Schade. So, was machen wir auf? Machen wir hier die Verbrauchsgüterbox 2. 439 Superdünger. 55, leck mich doch am Arsche. Alter Schwede, ich will auch mal so viele Boxen bei mir aufmachen, du. So, jetzt machen wir die auf und dann machen wir die IP-Boxen auf. Nicht schlecht. So. 4,9 Millionen, jetzt würde ich sagen, machen wir erst die Zweier auf, obwohl die eigentlich besser sind, aber von denen haben wir mehr, da kommt wahrscheinlich auch mehr raus. 88. Mal gucken, was kann denn da rauskommen, wenn man so eine Schätzung abgeben kann. Das höchste sind 10 Millionen. Also ich denke mal, einmal werden die 10 Millionen dabei sein, obwohl, ja, die sind sehr unwahrscheinlich, aber ich tippe mal auf 40 Millionen. Schauen wir einfach mal. Wahrscheinlich kriegen wir es nur Hälfte. Boah, 10 Millionen. Und hier, das war die Box, wo das geringste ein Moospenny ist. Es könnte theoretisch, könnte es natürlich jetzt sein, dass ihr nur 2051 Moospenny kriegt. Sehr unwahrscheinlich, aber es kann sein. Schauen wir mal. Ich würde sagen, ach komm, machen wir einfach alle auf. Ich tippe 30 Millionen. Bin echt sehr gespannt. 2051 Moospenny-Boxen. Und wir haben. ...87,7 Millionen Moospenny gezogen. Und jetzt haben wir hier schon gesehen, das ist eine 1 mehr, also jetzt haben wir schon 8,1 Milliarden. Alter, das ist einfach nur krank, wie viel Moospenny er hat. Schauen wir mal, Superdünger hat er jetzt auch 400 waren es, glaube ich, dazu bekommen. Jetzt hat er 4504. Wahnsinn. Ich finde das einfach nur krank. Das ist echt heftig. Oh, er steigt bald auf, sehe ich gerade. Noch 123 Millionen EP. Naja, gut. Jetzt haben wir mal Boxen geöffnet. Mal was Neues. Haben wir noch nie gemacht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Und dann würde ich sagen, euch noch eine schöne restliche Zeit vom Jahr 2018. Bei 2019 steht ja schon fast vor der Tür. Heute ist Weihnachten. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Ich sage jetzt einfach noch schöne Weihnachtszeit. Ich denke, es wird heute oder morgen online kommen. Tschüss!